Wir machen mal weiter mit den binomischen Formeln. Wir hatten eigentlich mal angefangen mit dem Thema Ausklammern, Ausmultiplizieren, Terme. Und Q kommt von Quotient, von Quote, also von rationalen Zahlen. Ich habe hier die sogenannte, wir haben uns schon mit der ersten und zweiten beschäftigt, dritte binomische Formel. Aber das ist sie nicht, sondern die dritte binomische Formel, die steckt hier, also die ist hier versteckt. Das ist gleich dem Term hier. Aber das wollen wir mal jetzt ganz ausführlich nochmal entwickeln, damit wir besser damit umgehen können. Und wir steigen mal um. Also Thema sei die dritte binomische Formel. Und ich schreibe sie mal im allgemeinen Fall hin. A plus B in Klammern mal A minus B in Klammern. Das möchte ich auch so hören. Leider können wir da keinen Song machen. Wir haben schon alle möglichen Ideen gehabt. Ist A Quadrat minus B Quadrat. Versuchen wir es mal umgekehrt zu sagen. A Quadrat minus B Quadrat, ich schreibe es jetzt mal bloß umgekehrt hin, ist A plus B in Klammern mal A minus B in Klammern. Man darf auch sagen, in Klammern A plus B mal in Klammern A minus B, aber es ergibt sich kein Rhythmus, das ist egal. Wir müssen uns also einfach so merken. Da ich das aber austauschen kann, ist es egal, also ich lasse die zweite mal weg, dann wird die dritte, die zweite Zeile, dann wird die dritte binomische Formel nicht so groß. Das ist sie. Darf ich vorstellen, die dritte binomische Formel. Sie nützt uns dann, also so eine Abkürzung, die nützt uns immer dann, wenn man zum Beispiel mal Summen kürzen möchte, obwohl es ja eigentlich gar nicht geht. Nochmal dieses Beispiel, was ich vorhin gerade gezeigt habe. Ne? Hier. Das ist eine Summe, auch wenn hier eine Differenz steht. X² minus 1 ist eigentlich eine Differenz, aber ich kann es auch auffassen als eine quadrierte Variable und der Summe aus einer negativen 1. So könnte man es auch sagen. Also das hier zu kürzen wäre Wahnsinn. Ne? Summen kürzen nur die Dummen. Ich muss es erst aufsplitten und dann kann man es machen. Gibt es dazu Fragen zu dem Kürzen? Eigentlich nicht, oder? Nee. Gut, wir machen jetzt weiter mit der dritten binomischen Formel. Woher die kommt, ist einfach zu verstehen. Ich halte mal ganz kurz das Video an, weil eigentlich lohnt sich das nicht, denn wir kennen das schon. Wir machen das ja im Allgemeinen so, dass wir hier irgendwelche Bögen ranmachen und das erste Glied der ersten Klammer mit dem ersten und dem zweiten Glied der zweiten Klammer multiplizieren und dann das auch. Das machen wir jetzt mal ganz schnell als Übung. Macht das mal. Also, machen wir das mal. A mal A ist A Quadrat. A mal minus B ist minus AB. Plus B mal A, gleichgeordnet aufgeschrieben, ist plus AB. Und jetzt kommt plus b mal minus b ist minus b Quadrat. Und jetzt sieht man hier minus ab und plus ab, das kann man rausstreichen und dann bleibt übrig a Quadrat minus b Quadrat. Daher kommt die. Aber das auszumultiplizieren dauert immer länger, zusammenzufassen dauert immer länger und fertig. Achtung, ich möchte gleich mal Folgendes sagen. Man kann die binomischen Formeln ausgezeichnet anwenden, aber man muss immer ein bisschen aufpassen. Und hier kommt ein typischer Fehler. Beispiel, jetzt mache ich das mal nicht mit a und b, sondern mit x und irgendeiner Zahl bloß mal. Wenn ich da stehen habe, x minus 5 in Klammern mal x plus 6 in Klammern, dann Achtung, minus 5 ist nicht gleich plus 6. Gut, minus 5 ist auch nicht gleich plus 5, aber hier der Betrag der Zahl, die 5 ist keine 6. Ne? Achtung, hier darf ich sie nicht anwenden, hier muss ich mir die Mühe machen. Also muss hier in der zweiten Klammer auf jeden Fall wirklich vom Betrag her die gleiche Zahl stehen. Dann darf ich das anwenden. Machen wir das mal und machen gleich einige Übungen hinten dran. Macht das mal gleich nach der dritten binomischen Formel. Es dürfte eigentlich leicht fallen. X plus 4 in Klammern mal x minus 4 in Klammern. X minus 0,2 in Klammern mal x plus 0,2 in Klammern. Und 2x minus 3 in Klammern mal 2x plus 3 in Klammern. So, ich mache jetzt Pause. Wer es zu Hause jetzt gerade das erste Mal sieht, macht das nach diesem Schema hier oben, nach der dritten binomischen Formel. Und wir sehen uns dann mit den Lösungen wieder. Pause drücken, Aufgaben abschreiben, hinschreiben, fertig. So, Auflösung für zu Hause. Also, wir waren uns gerade eben einig geworden mit der Klasse. Das ist eigentlich eine der leichtesten Formeln, weil man muss auf keine Mitte achten, 2ab und so ein Kram wie von der ersten und zweiten binomischen Formel. Hier haut man das einfach so hin. Man muss lediglich ein bisschen Quadratzahlen können. Also zum Beispiel die Wurzel aus 625 ist 25, das muss
Einfach so gehen, oder? 484, du Wurzel raus ist 22, ne? Ne, 24? Ne, wie nun? Gut, also, jetzt schreibe ich mal ein paar auf wieder. Wir machen das Ganze rückwärts. Das heißt, ich gebe die rechte Seite vor. Naja. Lassen wir es mal dabei bewenden. Hier sind sie. Zu Hause Pause drücken, wir machen es ja auch und legen los. Einfach hinschreiben. Gut, also wir stellen gerade fest, dass eigentlich die billigste von den binomischen Formeln auch rückwärts pure Schreibübung. Achtung, x plus 8 in Klammern mal x minus 8 in Klammern darf man natürlich auch vertauscht hin schreiben, weil Faktoren darf man ja vertauschen. Mal eine andere Geschichte. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, das ist nicht. Achtung, ich schreibe das mal hin. X² minus 81 ist nicht. Und das werden wir gleich sehen. Oder vielleicht sehen wir es nicht. Ich sage mir, 81 stelle ich mir vor als 3 mal 27. Also sagen wir x plus 3 in Klammern mal x minus 27 in Klammern. Wenn wir das ausmultiplizieren hier, kriegen wir zwar raus x², das war der erste Bogen, plus 3 mal x. Und jetzt. Ja, wie geht's weiter? Jetzt wird spannend. X Quadrat. Achso, ich wollte ja erst vorher die erste nehmen. Minus 27x plus 3x und jetzt 3 mal 27 ist ja minus 81. Jetzt stimmt zwar äußerlich gesehen das hier und das hier mit dem und dem erstmal überein, aber minus 27x plus 3x ist minus 24x und das kriegen die einfach wegbombardiert, so wie wir es hier eigentlich gemacht haben. Also Achtung, immer schön glatt die Wurzel draus ziehen und das geht nicht. Hier muss die reine Wurzel rausgezogen werden, dann klappt das auch. Gut, machen wir jetzt noch ein paar Kleinigkeiten nochmal damit. Also mit so einer Geschichte, da muss man sich nicht irgendwie groß aufhalten. Ich schreibe nochmal ein paar auf. Jetzt sieht das nicht aus wie eine binomische Formel, denn hier steht zwar ein Plus und hier steht ja wieder ein Plus drin. Ärgerlich, aber was kann man daraus machen? Ich kann ja sagen, bei einer Summe kann ich die Summanden vertauschen. Dann sage ich x minus 3 mal in Klammern, hier vertausche ich auch x plus 3. Und jetzt sieht es wieder aus wie eine dritte binomische Formel. Es ist auch eine anwendbar und dann kann man wieder loslegen. Also ich werde euch jetzt praktisch mal Aufgaben stellen, wo man ein bisschen um die Ecke denken muss. Erst umformen und dann loslegen. Also hier gleich zu sagen, wenn ich das hier so stur machen wollte, nehmen wir mal an, ich mache es mal wieder in Rot, Achtung, minus 3 mal plus 3 ist minus 9, bis dahin geht's. Minus 3 mal x ist minus 3x. Jetzt kommt, x mal 3 ist plus 3x. Ja, ja, und jetzt, x mal x ist x² plus x². Puh, das löst sich raus. Jetzt kommt umgekehrt heraus, minus 9 plus x². Bis dahin ist die Welt scheinbar noch in Ordnung. Aber ich sage, hütet euch, ich kann das auch vertauschen in x² minus 9, aber hütet euch, gleich hier so loszulegen, wenn ihr nicht eindeutig die dritte binomische Formel erkennt. Das heißt, manchmal, oder besser ist es, diesen Schritt erst durchzuführen und dann ganz stur die binomische anzuwenden. Wenn ich nämlich das Ausmultiplizieren nicht anwende, hier dazwischen, und ich sage, ach geht ja gar nicht, dann habe ich mir was verschenkt. Ne, das wäre schade drum. Also erst umwandeln, dann seid ihr auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Gut, machen wir noch ein paar Übungen dazu. Ich schreibe erstmal ein paar auf. Gut, hier werden die Aufgaben, also minus y² plus 25, entsprechend wieder in die Klammerform oder die Klammerform in die Summandenform umwandeln, macht Pause und dann sehen wir uns nach der Pause wieder. Auch wenn man das hier relativ leicht überschaut, ich würde es umschreiben in 25
minus y Quadrat und kann dann sagen, aus dem ersten die Wurzel gezogen, ergibt sich 5. Entweder ich fange an mit minus y, ne, Quadrat, daraus die Wurzel gezogen ist pures y und schreibe das so hin, oder umgekehrt die Klammern, also mit vertauschten Vorzeichen. Das müsste eigentlich gegangen sein. Hier muss ich ein bisschen Ordnung ins Chaos bringen. Hier steht 4 minus x mal x plus 4. Wenn ich das erste tausche, habe ich noch ein größeres Problem. Ich mache es mal rot, wie man es nicht machen sollte. Ich schreibe minus x plus 4 und habe dann x plus 4 in Klammern dahinter. Das ist ungünstig, ne? Das bringt mir gar nichts, sondern ich mache es anders und sage, warte mal, dann lasse ich das erste so stehen. Das ergibt also 4 minus x in Klammern mal 4 plus x in Klammern. Und das ist wieder auszumultiplizieren, das geht leicht. Das ist 16 minus x Quadrat. Das x Quadrat muss nicht immer vorne stehen, das kann auch hinten stehen, das ist nicht das Problem. Bei der nächsten habe ich das gleiche wie in der ewigen Zeile. Ich gucke und sage, hier vertauschen würde mir das Minus nach vorne bringen. Ne? Hier, also in dieser hier, würde mir das Minus x nach vorne bringen, bringt mir gar nichts, dann habe ich beides mal ein plus 16 da, dann kann ich meine dritte binomische Formel nicht anwenden. Also lasse ich das erste wieder so stehen. Das ergibt also, man sieht immer, ich mache hier gerne, weil ein ist gleich, verabscheue ich. Eine Waage hat nur zwei Balken. Also sage ich, okay, 16 minus x in Klammern mal 16 plus x in Klammern. Jetzt kann ich ein ist gleich schreiben, denn dieser Term ist gleich dem folgenden, und zwar 16 mal 16 ist 256 minus x Quadrat. Ich weiß, viele sehen in der 16 gerne die Möglichkeit, ah ja, da kann ich ja die Wurzel draus sehen. Vorsicht, die wird hier quadriert. Hier dasselbe. Ich weiß, eigentlich heißt hier a Quadrat minus b Quadrat. Na und? Tauschen wir sie mal. Dann sage ich b Quadrat minus a Quadrat. Ist gleich. Also, und jetzt b minus a in Klammern mal b plus a in Klammern. Ganz cool bleiben. Gibt's Fragen? Also, wie gesagt, stur bei der Reihenfolge bleiben. Und ich habe jetzt mal noch ein Rätsel. Was ist denn, wenn ich hinschreibe, x plus 4 in Klammern mal x plus 4 in Klammern? Macht mal was draus. Und ich schreibe dann x minus 5 in Klammern mal x minus 5 in Klammern. Jetzt bitte mal ganz stur bleiben und einfach mal sagen, was ist der erste und was ist der zweite Term? Und dann sehen wir uns wieder und dann wissen wir auch, wie es weitergeht. Ganz schnell. Ganz genau so ist es. Das sollten wir erstmal umformen hier als x plus 4 in Klammern zum Quadrat. Und das hier als x minus 5 in Klammern zum Quadrat. Und jetzt wissen wir, hier haben wir die erste und hier die zweite binomische Formel anzuwenden. Man kann diesen Zwischenschritt auch weglassen. Hier gibt es Fragen. Ja, ich hatte hier oben Quadrat hingeschrieben. Ich trottel, hier steht noch der Strich davon. Wie peinlich. Das kommt davon. Ich habe ein bisschen zu schnell gedacht. Also nochmal, das hier ist eiskalt das und das hier oben das. Und dann kann ich wieder mit der ersten oder zweiten binomischen Formel arbeiten. Gut, ja, nochmal Pause, falls noch irgendwelche Fragen sind. Mit Hilfe der binomischen Formeln lassen sich auch ganz schick Gleichungen lösen. In der siebten hatten wir Folgendes gemacht. In Klammern x plus 4 mal in Klammern x minus 8 ist 0. Hatten wir noch gesagt, okay, da haben wir hier eine Lösung. X 0 1 ist gleich minus 4 und hier die zweite Klammer x02 ist gleich 8. Warum? Im ersten Fall wird dieser Ausdruck 0 und dann kann hier hinten drin stehen, was will. Und 0 mal etwas ist 0. Und im zweiten Fall wird diese Klammer, also die zweite 0, und dann kann hier vorne drin stehen und dann kann ich sagen, irgendwas mal 0 ist auch 0. Gut. Was kann man machen, wenn man zum Beispiel sagt, x² minus 36 ist gleich 0. Wie könnte man jetzt an die Lösung so einer Gleichung rangehen? Wir nehmen die dritte binomische Formel. Aber müssen wir die dritte binomische Formel nehmen oder können wir vielleicht auch noch ganz anders rangehen? Was würden wir hier erstmal machen, damit x irgendwie alleine steht? Genau, plus 36. Dann steht x² ist gleich 36. Und jetzt sagen wir, gut, das ist schön. Dann wissen wir, wenn ich daraus die Wurzel ziehe, dann habe ich Wurzel aus x² ist x und Wurzel aus 36 ist 6. Ne? Haben wir bis jetzt immer so locker gesagt. Eine Frage.
ist minus 6 mal minus 6 auch 36? Klar, minus mal minus ist plus. Also müssten wir doch eigentlich korrekterweise sagen, hier gibt es zwei Lösungen. Zwei Lösungen, wir sind noch gar nicht fertig. X01 müsste also 6 sein, plus 6, 6 mal 6 ist 36. Und X02 müsste minus 36 sein, minus 6 sein. Sind wir uns einig? Wollen wir das mal mittels der dritten binomischen Formel beweisen? Wir machen mal Folgendes. Aus x² minus 36, was machen wir da draus? Genau so. Jetzt formen wir die mal um nach der dritten binomischen Formel und wir sehen, x plus 6 in Klammern mal x minus 6 in Klammern ist 0. Und wenn wir das jetzt so tippeltappeltur wie in der siebten machen, wie hier oben, dann wissen wir, x01 ist gleich minus 6 und x02 ist gleich plus 6. Ich schreibe mal extra einen Plus hin, damit das deutlicher auffällt. Hier oben ergäbe sich 0, hier bei der rechten Klammer, also der zweiten Klammer, ergäbe sich auch 0. Jetzt haben wir nur 1 gemacht, jetzt haben wir gesagt, weil wir zu Anfang gesagt haben, x01 ist plus 6 und hier ist es minus 6, das stört uns aber nicht. Denn was ist denn, wenn wir die umgekehrt hinschreiben, wenn wir hier ein Plus zu Minus machen und hier das Minus zu Plus, dann würde sich hier die Reihenfolge auch vertauschen. Ist also nicht bedeutend. Also haben wir mit der dritten binomischen Formel nachgewiesen, haha, wir können quadratische Gleichungen eindeutiger lösen. Weil die Falle ist, wenn ich eine Wurzel ziehe, denke ich immer, ja, ja, Wurzel 36, 6, wieso, kein Problem. Ne? Das Ganze werden wir später auch mit anderen Übungen machen, aber das mal nebenbei. Also, ich schließe das, kann ich das Video abschließen? Ja, danke.